Liebe Freunde, es ist wieder soweit. Wir schauen uns heute wieder die Top-Bußgelder aus den Monaten August und September an. Ich habe die beiden Monate diesmal zusammengefasst, da die Top 5 sonst nicht so beeindruckend gewesen wären. Also starten wir ohne lange Vorrede direkt durch. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Auch in den letzten Monaten haben sich ein paar Unternehmen wieder mal nicht mit Ruhm bekleckert und ein heißes Rennen um die Pole Position am Datenschutzpranger geliefert. Und damit sie die vermisste Anerkennung wegen ihres ignoranten Verhaltens nun doch noch erhalten, starten wir direkt mit Platz Nummer 5. Die Tochtergesellschaft eines E-Commerce-Konzerns. Es ist immer ein bisschen blöd, wenn keine Namen genannt werden, weil ich dann hier nicht auf die richtigen Wurstfinger der Vollpfosten hauen kann, aber wir schaffen das auch so. Die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationssicherheit verhängte das Bußgeld gegen die Tochtergesellschaft eines nicht namentlich genannten Berliner E-Commerce-Konzerns, da dessen betrieblicher Datenschutzbeauftragter einen Interessenkonflikt hatte. Er war nämlich in seiner kleinen Nebentätigkeit auch Geschäftsführer zweier dem Konzern angehörigen Unternehmen. Die beiden Unternehmen erbringen Dienstleistungen im Bereich Kundenservice und den Bestellungen. Also alles Bereiche, in denen selbstverständlich keine personenbezogenen Daten erhoben, gespeichert oder verarbeitet werden. Besagter Mann musste also Entscheidungen datenschutzrechtlich prüfen, die er selber gefällt hatte. Das ist natürlich vollkommen am Ziel vorbei und sowas von Panne, dass man diesem kleinen Racker hier wirklich nur Beileid für die Abgabe des eigenen Hirns aussprechen kann. Das ist jetzt auch passiert und zwar mit einem Bußgeld von 525.000 Euro wegen Verstoßes gegen Artikel 38 Absatz 6 der DSGVO. In dem können wir lesen: Artikel 38, Stellung des Datenschutzbeauftragten. Absatz 6. Der Datenschutzbeauftragte kann andere Aufgaben und Pflichten wahrnehmen. Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter stellt sicher, dass derartige Aufgaben und Pflichten nicht zu einem Interessenkonflikt führen. Tja, das hat hier wohl nicht ganz geklappt. Und daher hoffen wir alle, dass diesem armen Mann nun bald eine Brille und eine Kopie der DSGVO geschenkt wird. Wir merken uns, der Datenschutzbeauftragte kann zwar ein Mitarbeiter des Unternehmens sein, muss jedoch in seiner Funktion unabhängig handeln können. Weitere Infos zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten findet ihr im Video in der Infobox verlinkt. Platz 5 punktet damit auf dem Datenschutzometer in der untersten Kategorie und lässt die Gemüter nur wenig erhitzen auf kein Bock. Kommen wir zu Platz 4 und der geht diesmal an Accor SA. Das Unternehmen für Luxushotels hatte Kunden beim Buchen über die eigene Webseite oder die Webseite eines Mitglieds der Hotelgruppe automatisch zu einem Werbe- bzw. Marketing-Newsletter angemeldet. Anstatt eines klassischen Opt-ins war die Box zum Auswählen des Newsletters bereits mit einem Haken versehen. Auch gab es bei einigen Kunden technische Probleme, was ein Abbestellen der Werbemails unmöglich machte. Auf Datenschutzbeschwerden der Betroffenen reagierte das Unternehmen nur sehr langsam. Im Rahmen der Untersuchung fand die französische Datenschutzbehörde außerdem heraus, dass auf der Webseite des Unternehmens Passwörter zulässig waren, welche den Sicherheitsanforderungen nicht genügten. Deshalb quittierte die französische Datenschutzbehörde dieses All-You-Can-Steal-Buffet von Accor auch mit einer fetten Rechnung über 600.000 Euro. Und zwar wegen Verstößen gegen Artikel 12 zum Thema transparente Information, Artikel 13 Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten, Artikel 15 Auskunftsrecht, Artikel 21 Widerspruchsrecht und Artikel 32 Sicherheit der Verarbeitung. Ein schöner Rügenkatalog, den die Elfenbeinturmbewohner der Luxushotels jetzt abarbeiten dürfen. Für diese Transparenz im Ignorieren der DSGVO klettert das Datenschutzometer eine Stufe weiter auf. Mal sehen, ob wir damit durchkommen. Wir merken uns, die transparente Information und freiwillige Einwilligung, gerade bei Werbemails, ist unabdingbar. Dazu ein Video verlinkt in der Infobox, wo ich euch mal alle wichtigen Schritte zusammengefasst habe. Also schaut euch das gerne an, damit ihr nicht auch mal unerwünschte Post bekommt. Kommen wir zu Platz 3. Der geht diesmal an Sephora Incorporated. Der US-Kosmetikriese hatte Kundendaten weiterverkauft und die betroffenen Kunden darüber nicht in Kenntnis gesetzt. Außerdem gab es Versäumnisse bei der Bearbeitung der Anfragen von Kunden, welche den Stopp des Verkaufs ihrer Daten erwirken wollten. Das wurde vom kalifornischen Generalstaatsanwalt mit einem Bußgeld von 1,2 Millionen US-Dollar zur Schlichtung quittiert. Hier geht es um Verstöße gegen das kalifornische Gesetz zum Schutz der Privatsphäre von Verbrauchern, California Consumer Privacy Act, kurz CCPA, sowie des
Unfair Competition Law. Neben dem Bußgeld wurde das Unternehmen dazu angewiesen, in seiner Online-Datenschutzerklärung kenntlich zu machen, dass es personenbezogene Daten verkauft, seine Verträge mit Dienstleistern an das CCPA anzupassen und Kunden künftig Wege für einen Opt-out aus diesem Verkauf ihrer Daten zu eröffnen. Außerdem muss Sephora der kalifornischen Staatsanwaltschaft Berichte zum Verkauf personenbezogener Daten etwaiger Dienstleister sowie Bestrebungen, den Vorgaben des Global Privacy Control GPC zu entsprechen, vorzulegen. Ungemütliche Kiste für Sephora, besonders die negative Werbewirkung der Aussage, wir verhökern eure Daten, ob es euch gefällt oder nicht. Deshalb klettert auch das Datenschutzometer ein Stückchen weiter auf die Stufe, was ist diese Privatsphäre, von der alle reden? Wir merken uns, dass wir Daten niemals gegen den Willen und ohne Einwilligung verarbeiten oder gar verkaufen dürfen. Natürlich ist das Auskunfts- und Widerspruchsrecht zu beachten und ihr müsst Anfragen umgehend beantworten. Und das bedeutet innerhalb von 4 Wochen. Dazu auch ein Video in der Infobox verlinkt, wie solch ein Prozess gut gestaltet werden kann. Kommen wir damit zu Platz 2 und der geht an Morgan Stanley Smith Barney. An wen denn nun? Die amerikanische Großbank wurde von der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC angeklagt, nachdem im Rahmen einer Untersuchung herausgekommen war, dass das Finanzinstitut über einen Zeitraum von 5 Jahren umfangreiche Versäumnisse beim Schutz der persönlichen Daten von rund 15 Millionen Kunden begangen hat. Bereits 2015 hatte Morgan Stanley Smith Barney Geräte mit personenbezogenen Daten ihrer Kunden nicht ordnungsgemäß entsorgt. Bei mehreren Gelegenheiten wurde ein Umzug und Lagerunternehmen ohne Erfahrung oder Fachwissen im Bereich der Datenvernichtung beauftragt, um Festplatten und Server mit persönlichen Daten außer Betrieb zu nehmen. Auch war die Arbeit des Unternehmens nicht adäquat geprüft worden. Infolgedessen wurden Tausende von Servern und Festplatten an Dritte weiterverkauft. Die SEC stellte außerdem fest, dass die Bank es versäumt hatte, personenbezogene Daten ordnungsgemäß zu schützen und die Informationen aus den Verbraucherberichten ordnungsgemäß zu entsorgen, als sie die Server der lokalen Niederlassung und Zweigstelle im Rahmen eines umfassenden Hardware-Aktualisierungsprogramms außer Betrieb nahm. Insgesamt fehlten 42 Server, die alle unverschlüsselten Kunden- und Verbraucherdaten enthielten. Das Sicherheitsprogramm, was eigentlich die Verschlüsselung in so einem Fall gewährleisten sollte, war zwar auf den Servern installiert, jedoch war es nie aktiviert worden. Diese himmelschreiende Ignoranz auf wirklich allen Ebenen der Bank wurden dann mit einer Zahlung von 35 Millionen US-Dollar quittiert. Das Datenschutzometer klettert bei solchen Nachrichten natürlich schnell weiter nach oben und landet bei... Was Datenschutz? Es geht hier um Kohle. Wir merken uns dazu, nehmt euren Job und eure Kunden ernst, denn sonst seid ihr ein Unternehmen. Dazu habe ich kein Video in der Infobox verlinkt, denn es ist allgemeiner Anstand, so einen Mist nicht zu machen und sein Unternehmen nicht wie einen Schweinestall zu führen. Aber es sind eben auch Banker und damit sind sie der Inbegriff des Sinnbilds für dreckige Machenschaften. Kommen wir zu Platz 1 und der geht, wie auch nicht anders zu erwarten war, an Instagram. Genauer gesagt an die Tochtergesellschaft Instagram des Meta-Konzerns, zu dem auch WhatsApp und Facebook gehören. An der Spitze geführt vom bekanntesten Nerd ohne eigenes Markenzeichen Zuckerberg. Zu der Pannehansel-Aktion der Instagram-Vollpfosten-Manager haben wir bereits letzten Monat ein ganzes Video spendiert, was ich hier in der Infobox verlinkt habe. Deshalb gehen wir hier nur kurz auf den Rahmen ein. Das Unternehmen hatte Kinder im Alter von 13 bis 17 Jahren die Benutzung von Geschäftskonten erlaubt. Diese ermöglichen Zugriff auf E-Mail-Adressen und Telefonnummern der minderjährigen Nutzer. Weiterhin waren die Accounts von Minderjährigen nicht standardmäßig auf privat gestellt, sondern teilweise öffentlich einsehbar. Das wurde von der irischen Datenschutzbehörde dann mit einem Bußgeld von 405 Millionen Euro in Rechnung gestellt. Die wahrscheinlich teuerste Dienstleistung ohne Nutzen, die das Unternehmen jemals begleichen durfte. Damit klettert das Datenschutzometer auf den heutigen Höchststand und landet bei Piep auf Menschen, uns gehört die Gesellschaft. Außerdem freue ich mich, den begehrten Datenschutzdödel an die Social-Media-Plattform mit den meisten schlechten Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von Menschen offiziell zu verleihen und hoffe, die Penner fühlen sich auch deshalb geehrt. Wir sind am Ende angekommen und ich hoffe, es war informativ und spaßig für euch. Falls ihr mich unterstützen wollt, dann freue ich mich über jedes Abo auf dem Kanal und beim nächsten Video euch wieder zu begrüßen. Bis dahin, lest die DSGVO und bleibt sauber. Ciao.